Die Energiewende kann nur gelingen, wenn nach regionalen Lösungen gesucht wird. Daher wäre es falsch, wenn wir pauschal etwa auf Windenergie, Solarenergie oder Biomasse setzen. Wichtig ist es stattdessen, dass wir nach einem Mix suchen, abgestellt und abgestimmt auf die jeweiligen regionalen Verhältnisse, Beispiel Windenergie. Ich bin zwar grundsätzlich kein Gegner der Windkraft, aber es müssen doch bestimmte Bereiche ausgeklammert bleiben, wie zum Beispiel der Steinwald oder aber Neu-Altenreuth mit seinem touristisch sehr wichtigen Sibyllenbad. In Neu-Altenreuth kann man eher auf Biomasse setzen, wie das dort ja auch geschieht. Oder das Blockheizkraftwerk in Neu-Altenreuth kann hier durchaus als Beispiel dienen für andere Gemeinden im Landkreis.